Herr Witt, wie ist denn das Durchsetzungsprogramm, fragen mich manche Möbelhausbesitzer, angehende Kunden. Zunächst einmal ist das Durchsetzungsprogramm nachhaltig. Wir entwickeln mit Ihnen zusammen ein System, was Sie dann nachhaltig und ohne uns weiter betreiben können. Das heißt, Sie haben danach einen Verkaufsprozess, der dauerhaft zu mehr Abschöpfung führt. Außerdem ist das Durchsetzungsprogramm prozessorientiert. Sie führen einen Verkaufsprozess ein, der dafür sorgt, dass alle Besucher angesprochen werden. Der dafür sorgt, dass die Besucher zunächst mal als Menschen für den Verkäufer sich einnehmen lassen. Dass eine Bedarfsermittlung stattfindet, bevor Ware gezeigt wird. Dass das Warezeigen nach dem Tatsachen-Nutzen-Schema funktioniert. Dass ein Abschlussversuch in einer bestimmten Art stattfindet und dass auch nachgefasst wird. Das Durchsetzungsprogramm ist prozessorientiert. Das Durchsetzungsprogramm ist praktisch. Keine Theorie und kein Firlefanz, sondern harte Arbeit an Ihrem Unternehmen. Das heißt, alles, was Sie lernen, wird sofort umgesetzt und Ihre Führungskräfte und Ihre Verkäufer arbeiten täglich und wöchentlich unserer Anleitung daran, neues Verhalten an den Tag zu legen, nicht neue Sachen zu lernen. Wir arbeiten mit Ihnen nicht an theoretischen Konzepten, sondern an dem größten Veränderungsprojekt, was Ihre Firma jemals mitgemacht hat. Und wir begleiten solche Projekte seit 10 Jahren mit großem Erfolg. Das Durchsetzungsprogramm ist messbar. Sie werden ab dem ersten Tag unserer Zusammenarbeit jeden Tag, jede Woche die Abschöpfung messen und an uns berichten. Und jede Woche überprüfen wir zusammen, was Ihre harte Arbeit an mehr Abschöpfung gebracht hat, was Sie reingesteckt haben und wie viel Abschöpfung es Ihnen gebracht hat. Das heißt, wöchentlich kriegen Sie und wir Rückmeldungen, was funktioniert und wo wir vielleicht auch noch nachsteuern müssen. Das Durchsetzungsprogramm ist messbar. Es gibt keine Verkäufer-Horror-Szenarien. Sie haben bestimmt schon mal was gehört von Videotrainings und Rollenspielen. Es gibt Verkaufstrainer, die gehen auf die Fläche und lauschen nebenan, was der Verkäufer alles so sagt. Das Einzige, was das macht, ist verwirrte und verängstigte Verkäufer, die das nicht gut finden und dadurch ihre Leistung auch nicht verbessern. Wir erarbeiten mit Ihren Führungskräften, wie man positiv durch Anerkennung von gewünschtem Verhalten führt und wie man mit den Verkäufern Vereinbarungen trifft und dann sich gegenseitig darin bestärkt und daran hält, diese Vereinbarung auch umzusetzen. Das heißt, auch die Verkäufer haben von Anfang an die Garantie, niemand wird vorgeführt und haben dementsprechend auch Spaß und öffnen sich für den Prozess. Das Durchsetzungsprogramm ist positiv. Wir trainieren Sie und Ihre Führungskräfte, konsequent auf die Suche zu gehen, um Ihre Verkäufer bei etwas Gutem zu erwischen und dieses positive Verhalten durch Anerkennung noch zu stärken. Das macht Spaß, ist aber erstmal ungewohnt, nicht? Denn wir sind alle gewöhnt, schon aus Schulzeiten immer das Haar in der Suppe zu finden und darauf zügig rumzuhacken. Wenn man diese Unternehmenskultur aber erstmal gedreht hat, dann macht es wesentlich mehr Spaß und die Verkäufer freuen sich, wenn sie als Führungskraft auf die Fläche kommen, weil sie empfinden wie ein Coach, der ihnen weiterhilft, ihnen Anerkennung gibt und ihnen den Rücken stärkt. Das Durchsetzungsprogramm ist positiv. Das Durchsetzungsprogramm schafft bei Ihnen ein besseres Betriebsklima. Bei vielen Kunden machen wir eine anonyme Befragung, Zufriedenheitsbefragung der Mitarbeiter vorher und nachher. Und im Schnitt verbessert sich die Zufriedenheit mit der Arbeitssituation um eine Schulnote. Warum ist das so? Die Führungskräfte gehen ganz anders mit den Verkäufern um, was dann auch wieder dafür sorgt, dass die Verkäufer anders und offener mit den Führungskräften reden. Außerdem haben Menschen, die sich an höhere Standards halten, mehr Spaß an der Arbeit als Leute, die alles einfach irgendwie machen. Man muss verstehen, alle Verkäufer, die arbeiten, machen ihren Job so gut, wie sie es gerade können. Aber Verkäufer, die durch ihre Umgebung sich an höhere Standards halten und Prozessen folgen, denen macht das Arbeiten mehr Spaß. Kleine Analogie, das Hotel 4 Jahreszeiten kann sich vor Anfragen von Azubis nicht retten. Der Dorfgasthof um die Ecke hat in der Regel ein Personalproblem. Im Dorfgasthof um die Ecke können die Mitarbeiter machen, wie sie es wollen und was sie wollen, ganz individuell, ganz zufällig. In 4 Jahreszeiten gibt es einen klaren Prozess und die Ansprüche an die Mitarbeiter sind wesentlich höher. Aber die Mitarbeiter in 4 Jahreszeiten sind wesentlich glücklicher als die im Dorfgasthof, obwohl sie härter arbeiten müssen und nicht unbedingt mehr Geld kriegen. Das Durchsetzungsprogramm sorgt für ein gutes Betriebsklima. Wollen Sie wissen, ob das Durchsetzungsprogramm auch etwas für Sie und Ihr Haus ist? Dann kontaktieren Sie mich
und machen Sie eine kostenlose, unverbindliche Verkaufspotenzialanalyse mit mir aus. Sie werden ganz sicher schlauer dabei, sehen danach klarer und können uns entweder buchen für den nächsten Schritt, den Impulstag, oder die Erkenntnisse alleine umsetzen. Aber greifen Sie jetzt zum Telefon oder schicken Sie mir eine E-Mail.